herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft LPMT nach einem gigantischen Misserfolg, was wir Gott sei Dank erlebt haben. Ja, es war schrecklich. Oder? Naja, wir haben so in etwa 23 Blöcke Kohle verloren. 4 bis 5 Stacks Eisen. 2 Stacks gecheatete Diamanten. Und andere Dinge. Ja, und andere Dinge. Ach ja, und das ganze Essen ist auch noch futsch gelaufen. Ja, weil ich komischweise... Ach so, kannst du kurz mal nachschauen bei der Lava unten? Warum? Na, vielleicht ist ja noch irgendwas. Vielleicht hat sie irgendwas weggesprengt in die Luft und irgendwas liegt noch irgendwo da. Aber von mir bei meinem Tod gestern war auch sehr nice. Ich schwimme Wasserfall hoch und plötzlich treffe ich einen Creeper dort. Ja. Vor allem bist du eigentlich diesen einen Eingang wieder reingetan, gegangen, wo ich gekennzeichnet habe, wo man yep. Davor reingegangen ist. Warum denn? Ich habe doch einen anderen gebaut, der gekennzeichnet mit Holz, der ist doch viel näher an der Schlucht. Den meine ich damit. Ach, den meinst du? Ich habe das gleiche Gefühl, da ist nichts mehr übrig. Tja, ich bin doch egal. Ich baue nichts mehr ab. Beleidigt. So, was ist denn? Nein! Nein! Was? Na gut, dann eben doch. Oder? Nee, stimmt gar nicht. Oder? Nee, ich hab doch alles in die Truhe getan. Oben habe ich doch eine Truhe gebaut, da habe ich doch alles reingetan. 52 Blöcke Kohle, da hast du das ganze Eisen doch rausgenommen, hast es geschmolzen, oder? Ja. Alles ist durchgeschmolzen. Das heißt, alles, was wir oben gesammelt haben, unten in der Höhle habe ich eigentlich fast gar nichts gesammelt, aber oben, alles, was ich oben gesammelt habe, habe ich in die Kiste getan. Außer natürlich die Diamanten, sonst hättest du es gesehen. Das haben wir fast einen kompletten. Wir haben fast einen kompletten 64er Stack an Kugelblöcke. Ja. Ah, ist das. Ich weiß nicht. Es ist traurig und schön zugleich. Oder? Ja. So. Beides ist so. Es ist so beides ungefähr. Okay. Ich hab gerade irgendwie die Lust verloren. An was? Aber ich hab irgendwie die Lust verloren, irgendwas abzubauen, weil ich genau weiß. Ich bin immer noch so gut wie tot. Oder schon wieder. Vor allem, ich habe jetzt keine... Doch, ich habe Blöcke. Egal, da baue ich halt wieder Kohle ab und Eisen. Das ist einfach bei Minecraft, wenn man tot stirbt, dann wird man einfach so weit zurückgeworfen. Ja, warum? Es ist doch irgendwie voll blöd und traurig. Wo bist du übrigens gerade? Ich bin hinter dir. Oh. Was hast du alles in der Kiste vortreffen können? So. Ach nein, nicht dieses hier Skelett. Hier unten habe ich es abgebaut. Wie kommt dort Lava hin? Komm mal kurz runter. Gleich. Ich war hier unten, habe Lava abgebaut. Hab die Sachen abgebaut. Ein Block. Auf einmal kommt irgendwas ganz schnell angerauscht. Ich wüsste es nicht was. Und hat mich platt gerumpelt. Was hast du alles in der Kiste vorfinden können? Ah! Ja gut, das hätte ich jetzt auch nachgeholt für die Folge. Vor allem, der springt einfach von oben runter und explodiert in der Luft. Aber das Gute ist, ich habe es jetzt mit unabsichtlichter Absicht nachgeholt für den Sonntag. Unabsichtliche Absicht natürlich. Genau, das Bombenräumkommando ist gerade explodiert. Da haben Versicherungsvertreter. Vor allem, ich frag mich halt, wie die blöde Lava zu mir gekommen, weil ich hab... Du hast eigentlich aus Versehen was abgebaut, was... Nein, das geht nicht, weil ich runtergebaut habe. Hinter mir habe ich alles abgeriegelt, da kam keine Lava runter. Und jetzt ist keine Lava mehr... Jetzt fließt keine mehr nach unten.
wenn Interesse an ein paar, sagen wir mal, Rüstungsteilen hättest. Plus ein Schild vielleicht, wenn ich noch gut gelaunt bin. Nein, denn Schild nehme ich nicht. Oder okay, Rüstungsteile. Dann dreh ich um und geh zum Wasserfall und warte am unteren Ende, warten diese Dinge auf dich. Geht nicht. Bin schon wieder Expeditionstour. Ich sehe dich gerade noch in der Schlucht. Du hast noch nur Zeit zurückzukehren. Ist eigentlich so stur. Ich bin nicht stur, ich will wissen, was da ist. Eine Höhle. Eisen. Kohle. Hier geht es zwischen beiden in die nächste Höhle, oder? Es ist oft so, dass bei einer Sackgasse es eventuell, das wieder Eisen, es eventuell höchstwahrscheinlich in einer weiteren Höhle weitergeht. Aber das ist ja selten, oder? Okay. Ich habe das Gefühl, nachdem wir hier die Tour fertig haben, müssen wir definitiv noch das Lagerhaus fertig machen und den Rest des Hauses. Und welche Richtung bist du jetzt laufen eigentlich? Hinten rein. Ich höre dich. Vor allem, ich glaube, ich werde nächste Folge, oder werden wir mal wieder eine Expeditionstour machen, ich will nicht mehr hier rein. Doch, wir nehmen einfach das hier runter, aber diesmal auch nur auf Ebene 11 runter und flippen uns durch. Kommen wir nicht in eine andere Höhle wieder, oder? Nee. Wir gehen nicht hier rein, sondern fangen in unserem Haus an. Da haben wir doch schon so eine Höhle in unserem Haus und die benutzen wir einfach als Flip-Ding. Dann können wir da nämlich ganz schnell runtergehen, müssen nicht einen Kilometer laufen. Ja? Wo ist dein Name-Tag? Wo ist der? Sehe ich deinen? Nö. Ach, der sehe ich deinen. Doch, ich sehe deinen. Vor allem hier ist nochmal ein riesiges Höhlenareal. Ist ja wirklich ein riesiges. Ja. Das können wir noch leer räumen. Und dann gehen wir wieder zurück und bauen ein bisschen weiter an dem Drohnen-Ding. Wie viele Folgen nehmen wir jetzt auf? Jeder zwei, gell? Oder eine? Ja, kannst du mir ein bisschen Kohle geben? Ich bräuchte jetzt Fackeln. Oder? Nee. Kannst du mir ein bisschen davon von der Kohle, die du gerade abgeben? Nee, das sind jetzt die letzten zwei, oder? Letzten zwei, die wir gerade voraufnehmen, auf die lange Zeit. Genau. Und es könnte sein, dass das die letzten sind, die eine 1.11 sind. Es könnte sein, dass die nächsten schon eine 1.12 sind, je nachdem, wie sich die Kollegen, ob die bemühen, das Ding abzudaten. Ja. Und wenn die sich nicht bemühen, dann immer noch 1.11.2. Jedenfalls, wenn die Folge vor online ist, es ist noch immer noch, ist 1.12 längst online und so weiter. Aber Optifine muss noch aktualisiert werden, denn ohne Optifine willst du Pops nämlich nicht zocken, da Optifine schon Shader Monster in sich schon integriert hat. Richtig! Und vor allem Optifine gibt noch mal ein paar schöne Sachen, dass das Spiel entweder also flüssiger läuft, was es bei mir eigentlich nicht das Problem ist, aber sieht halt noch mal ein bisschen schicker aus. Aus dem Allgemeinen. Du warst schon eigentlich. Oh, ich Java habe, an sich ist eigentlich eine Programmiersprache, die auch ein bisschen, Hilfe? Wer war's denn? Komm mal kurz zu mir. Warum immer du. Ich stecke. Komm mal kurz. Ja, gleich. Was weiß ich, wo du bist. So, komm mal kurz hier lang. Dann schauen wir da runter. Ah, der Creeper hat gelacht. Diesmal hat was gehört. Der Creeper hat gelacht. Da unten ist auch ein Enderman, falls du ein Ender. Ah, nee, ich hatte doch, glaube ich, auch 1 bis 2 Enderperlen. Ja? Ich hätte mich wegporten können. Diesen gesaved. Hä? Ich hatte diesen welche. Nein, die hatte ich, oder? Mann, ich muss dran denken, mein Hirn musste. Ich werde nächstes Mal eine Enderperle unten im Slot haben. Werde schnell drauf switchen, werde mich weg. Helfe beim Enderman-Fight, bitte. Werde mich dann ganz schnell weg teleportieren und dann passt es alles. Vor allem meine ganzen XP sind ja weg. Das heißt, wenn wir enchanten wollen, haben wir Pech. Ich habe 12. Ich habe eine Idee. Weißt du, was für eine? Was? Und zwar werden wir einen Enchantment Table bauen.
Na, erstmal bringen wir uns dann auf eine Papse. Wie baut man ein Enchantment Table? Da braucht man doch, Ich hab's so aus dem Gefühl, sollten wir nicht mal ein paar Obsqueen-Dinger machen? Vielleicht. Das finde ich bei Minecraft einfach ein bisschen blöd, mit Offscreen zu arbeiten. Oder Timelapse ja. Oder Stream. Ach nein. Sagen wir es mal so. Wir machen den nächsten Stream, wo wir einfach mal am Haus eigentlich mal wieder weiterbauen und das Lagerhaus fertigstellen. Ich habe eine Idee. Bei dir der nächste Stream mit der Version 1.12 nach den Ferien. Sobald Optifine 1.12 und so weiter existiert oder ja. Das dürfte eigentlich relativ schnell gehen. Yep. Längst ins Wasser, komm mit. Und weißt du, Fabse, ich würde eigentlich sogar einen Stream so lange machen, bis das Haus einigermaßen fertig geworden ist. Oh Gott. Weißt du? Oder Fabse? Da musst du halt 2 Tage durchmachen, gell? Ja, ich weiß. Weil das Haus wird so schnell nicht fertig. Nein, einfach, dass wir jetzt abwechseln an Stream und so weiter halt, weißt du? Das meine ich. Am gleichen Tag. Nicht am gleichen Tag, sondern einfach das Samstag-Sonntag-Prinzip einfach nur als Streams. Achso. Warum kommst du nicht wieder hoch? Na, hier ist eine eine Höhle. Wasser irgendwo. Und Lava. Links. Wie viel Holz hast du? Einiges. Gib mir alles Holz, was du hast. Warum? Ich craft jetzt Spitzhacken. Und ich hab kein Holz. Ich geb doch nicht alles, was ich hab. Einfach so viel, wie es geht. So. Wie es geht. Ich könnte dir alles geben, dann machst du aber auch aus allem Spitzhacken, okay? Bis dein Inventar voll ist. Nein, ich mach so viel. Ich mach jetzt mal für jeden 2 Spitzhacken erstmal. Und dann haben nächstes wir Lava. Das Reserve. 1, 2. Dann nehme ich mal die schnelle Spitzhacke. 4. Gut, ach, übrigens, Fabse. Ganz nah. Fabse, dreh dich nochmal und bleib mal kurz stehen. Ich hab noch einiges für dich so zu geben. Oben. Hier ist irgendwo die Lava. Geh kurz mal ein paar Schritte zurück. Und dann? Sammel das auf, was ich dir hingelegt habe in die Ecke. Links von mir. Fabse, bitte. Warte. Da! Oh Gott! Geh zurück sofort. Warum hast du den Knochen? Achso. Okay. Zeit noch für ein paar Eisenschwerter. 2 Stück. Puh, es ist gerade warm hier. Oh. Ich bin in der Höhle angekommen. Okay, Papsel. Ich habe wieder keine Fackel. Eisenschwert. No, doch, ich habe Kohle. Ich habe ein Eisenschwert. Vielleicht 2. Folg mir mal kurz. Wir haben heute Hüllentourik Deluxe. Willkommen. Stopp. So, ich bin tot. Weiter geht's. Eisenmangel müssen wir auf jeden Fall nicht mehr haben. Ah, Baby Zombie! Server leckt. Nee, das ist bei Kämpfen meistens so. Wie stopp, lange ist es? 14. Schau mal, hier ist wieder so ein wunderschön großes Areal. Boah, das ist wieder gigantisch. Das räumen wir leer. Danach habe ich keine Lust mehr auf Höhlen. Zunächst mal.
Hörst du es? Was? Oh Gott. Das ist von Lava es. Nein. Es ist es. Es ist es. Das Evil Chicken. Man hört es in einer Höhle. Das heißt, wir sind ganz nah an Land. Da, komm mit. Folge mir. Ich folge dir gleich. Ich muss dich erstmal finden. Land. Land. Wo bist du? Gar nicht weit von einem anderen Eingang entfernt. Wo bist du gerade? Ich sehe dich nicht. Ich bin gerade in der Kreuzung und habe dich verloren. Mist. Ich bin fast tot. Kommt, Hühner, lacht. Ich will das Lachen. Lacht. Legt ein Ei. Warte, ich komm kurz runter. Bin unten in der Höhle. So. Ich bin in der Höhle. Ich hab dich gehört. Da bist du. Oben. Warte. Du bist gerade über mir. Kommen wir nochmal da an die Unfallstelle von gerade eben. Ich sehe. Ach, da bist du. Hä? Komm kurz mit. Da bist du das lang gegangen. Ja. Falls wir jetzt keine Lust mehr haben, können wir eigentlich ganz schnell nach oben. Und schau mal hier. Da vorne ist die andere Holzstange. Siehst du die geradeaus? Da war der andere Höhleneingang zur Schlucht. Ach du meine Güte, was machen wir denn hier überhaupt? Ja, nee, da vorne ist das andere. Da siehst du es ja. Ganz hinten links haben wir uns reingegraben, was? Bei wie vielen Minuten bist du gerade noch? Als du gesagt hast, bei wie vielen Minuten bist du, habe ich ins Inventar geschaut. Um zu schauen, wo ich gerade bin. Ich bin aktuell bei 17. Kapsel. Wir transportieren alles von der einen Kiste jetzt rüber in unser Haus. Okay, die eine Höhle will ich jetzt nicht mehr erkunden. Wo bist du jetzt rein? Transport. Beim Holzding? Also die Kiste bei der Schlucht halt. War schon bei beim Holzding, oder? Bist du da rein? Ja. Gut. Vor allem schau, durch dieses Kennzeichen von den Eingängen spart man sich erstmal Zeit zum Suchen und zweitens die Laufzeit und ein Zombie. Wieder einer der ekligen Art. Boah, sind die kleinen Dinger schrecklich. Vor allem, ich hab nichts mehr zum Essen. Ich muss mal kurz mal ein paar, von diesen Black machen. Das Wichtige können wir mitnehmen. Das Unwichtige können wir da lassen. Papse, hier hast du noch ein paar Kohleblöcke, falls du noch stacken kannst. Ich kann noch stacken. Und Kohle. Denn ich muss mal bei mir auch gucken. Oh mein Gott. Also warum habe ich ein Ei bei mir rumliegen? Buschstein, kann ich wegmachen. Und eine Karotte und Rotten Flash vor allem. Was? Ist so wenig hier? Was? So wenig? Da gibt es ja zwei Kohle. So. Okay. Namensschild, Truhe, Sattel, Weizen. Ach, ich kann nichts mehr aufnehmen. Ein Ei. Scheiße, kein Hut rausgekommen. Ja gut, das Praktische ist, wir können ganz schnell wieder zurück an unser Haus gehen. Die anderen Sachen sind natürlich weg. Sieht man, glaube ich, bei mir. Sortieren wir einfach alles einsortieren. Sieht man bei mir in der letzten Folge. Da ist was explodiert. Du hast doch mal gefragt, was mit dem Diamanten ist, was du mir gegeben hast, geworden ist. Was? Du hast mal gefragt, was aus dem Diamanten geworden ist, das du mir gegeben hast, mal. Ja. Es liegt noch in der Truhe zu Hause. Okay. Aber macht sowieso keinen großen Unterschied. In welcher? Unter Wertvolles. Ah, okay. Im Truhenlager? Nein, nicht im Truhenlager, sondern... Sammel bitte kein Gunpowder, ich bin nicht gut da drin. Obwohl wir 10 haben und ich könnte jetzt 10 T-Dinger bauen und könnte die Luft in die Wand sprengen.
Hast du schon versucht, Luft in die Wände zu sprengen? Was? Nicht sterben, gell? Hast du schon versucht, Luft in die Wände zu sprengen? Nein. Au, schade. Ach, Fabs, ja, übrigens, hast du die Fenster repariert? Ja. Ich kontrolliere. Warte, ich brauche Wertvolles. Ist mir egal. Krieg ich bitte was zum Essen? Hast du noch was? Ja, 41 Kartoffeln. Ah, dankeschön. Zwei Diorit. Ich kontrolliere jetzt, ob du den Schaden repariert hast. Du hast den Schaden immer noch repariert, nicht wahr? Doch. Da sehe ich noch ein Loch im Fenster. Das ist ein Druckschluss. Oder war es da der Creeper, der das gesprengt hat? Das sieht nicht sehr ungewöhnlich aus. Ich renne gerade vor allem weg vor dir, vor den Spinnen, vor den Monstern. Vor mir? Weiß ich nicht, du wolltest doch irgendwas machen. Konsequenzen. Nein. Wenn ach ich so. Was machen wollte, oh, oh, dann okay. Ja nicht. Gut, okay, gut. Dann muss ich kurz ein Feuer löschen, gell, wo ich gelegt habe. Als Ablenkung für dich. Im Haus. Was? Mist. Geht nicht aus. Vor allem oben Treppenhaus, das brennt alles ab. Ich hab Wassereimer. Okay, dann komm kurz hoch. Was? Hambaram, sei gesegnet. Hambaram. Bam bam bam. Hambaram. Bam bam bam. Oh. Scheiße. Gar nicht gut. Zombie! Spaß! Warum machen wir eigentlich kein Wasser ins Treppenhaus? Ist so eigentlich schon so gut wie fertig. Und vor allem, was röchelt denn hier wieder so rum? Ach so, ein Zombie da beim Villager. Ich hab nur gerade das Ding da falsch gesetzt, das Wasser einmal. Ich glaube, ich mache mal demnächst was. Und zwar werde ich einen Farmer-Villager entführen. Vom Dorf und werde ihn geißeln, festnehmen und werden dann zu unserem Feld sperren. Dass ich da noch umzauen werde. Ich bereite mal kurz mal. Ja, komm mal kurz auf Feld. Da gab es ja letztes Mal ein kleines Problem mit dem Weg und mit dem Wasser. Vielleicht kannst du es beheben. Komme gleich. Mit Wasser. Ich komme gleich. Wie macht man nochmal Zäune? Und Zauntor? Boah, hier erstmal muss ich jetzt. Oh Mann, die Zombies sind hier wirklich nerviges Gespött. Ja. Und bitte nicht aufregen, daher ich gerade alles irgendwie in die ganzen Kisten reinmache. Ich habe keine Ahnung, keine Lust, das ganze Zeug da zu sortieren. Wie geht nochmal Zaun? So, weißt du was? Ich mache einfach Akazien. Martin. Wie meinst du Akazien? Ich mache Akazienzäune. Okay. Dann kannst du mir wieder mal ein bisschen Essen zurückgeben. Ja, komm mit. Nein, ich muss kurz mir noch mal Wasser holen. Und zwar mindestens eine zweite. So, würdest du hier mal ein bisschen angepasstes, hässliche Feld? Achso, nee. So. Oh, scheiße. Das mache ich jetzt nicht wegen den Zombies. Die können gerne rein, aber ich hoffe, dass sie dann, wenn sie reingehen, nicht das Feld bleibt. Ich werde hier gleich abgeschossen. Abgeschlachtet? Ja. Das mache ich nur wegen dem Villager, dass er nicht abhauen kann.
Warum? Was verfolgt dich? Nicht mehr, nichts mehr. Ich bin jetzt im Haus wieder zurück. Achso. Oh, wir brauchen wirklich viele Karte. Ich hab ja... Oh nein. Wenn... wir... ja, was denn? Die Bäume nicht mehr haben, die Akazienbäume. Weil ich mache gerade Akazienzäune. Akazienbäume, Akazienzäune. Dann muss ich in irgendein Waldgebiet gehen, wo es Akazien gibt. Nein! Ich hatte die vorhin dabei. Entweder hast du die oder sind die noch in der Kiste unten? Wo sind die tot? Martin. Die Akazien? Ich keine Ahnung, gerade so. Geil. Ich. Cool. Jetzt kann ich keine Akazienzäune machen. Obwohl es richtig cool aussieht. Okay, ich hab 15 Akazienholzbretter. Ach so, dann kannst du Zäune machen. Keine Zauntore. Was wirklich Zauntor gemacht. Hat. 9 Stück. Reicht das? Ich hoffe ja. Müsste reichen, hoffe ich mal. Und ich bräuchte mal ein bisschen was zum Essen. Gut, okay. Wie gesagt. So, hier, lass mal das einfach so. Oh, ich muss doch hast du noch ein paar Akazienbretter oder sonst was? Ich muss mal was ein bisschen Wasser holen. Hast du noch ein bisschen Akazienzeug? Ich habe nur 3 Bretter, aber... Gib her. Doch, ich habe noch 6. 3. Da kann ich daraus noch Tore machen. Ja, dann könntest du mal ein bisschen mehr Essen abgeben gleich, wenn ich ja zurückkomme. Hast du es jetzt hingeworfen? Ja, ich habe es hingeworfen. Kilometer weg. So. 3 dürften eigentlich vollkommen reichen. Ja, die reichen locker flockig. So, dann, welcher Villager ist hier nochmal dafür geeignet, Felder zu machen? Die Farmer. Farmer. Okay. Dann werde ich, wir sind gerade bei Folge 27, bei Minute 27. Du musst folgendes wissen, wir haben eine Entweder-Oder-Situation. Entweder wir haben Mob, Wich und Falls, die Creeper machen nichts kaputt und die Farmer bauen nichts ab. Oder wir haben Mob, Wich und True. Creeper können aus dem Luft sprengen und Farmer können das abbauen. Ja gut. Ich habe eine Idee und zwar, wenn du jetzt dieses Bombengezwitscher wieder anmachst, passe ich auf, dass die Creeper nicht explodieren. Aber falls einer explodieren soll, dann nur im Wasser, dass er nichts zerstört. Übrigens, mir ist es gerade ein bisschen leid, einfach diese Grasblöcke und so weiter da einfach wachsen zu lassen. Ich mach mal kurz mal den hier. Weißt du welchen denn? Kannst du mir dann auch kurz Dings geben, dass sie fliegen kann? Nein. Warte, ich habe eine Idee, ich gehe mal kurz hoch, das wird ein Thumbnail. Sklave bei der Arbeit. Warte. Oh, stopp, ich muss da was finden. So. Vielleicht schau kurz hoch. Was sonst was? Sklave bei der Arbeit. Passt eigentlich. Dö. La. Warum kann ich nicht, Das weiß ich nicht. Ich frag mich gerade. So, ich trinke mal heimlich was. Ist meine Hand das? Okay, weil gerade ist irgendwie das Ding da. Bisschen buggy, okay, dann. Machen wir es mal auf die andere Weise, Art und Weise. Guck ich mal kurz drauf. Ich meine, das ist gut leer genug. Ich stehe vor allem die ganze Zeit da. Schau dich an und warte, bis du hochschaust. Ja, das. Passiert gleich, wenn ich mich endlich. Ach, na, da kommt mir herein. Warum haben
aber da nichts weiter gebaut. Ach, ich jetzt weiß ich, warum ich da. Das Ding hat ein bisschen rumgebackt, wie es scheint. Okay. Cool, es regnet. Das sieht aber eigentlich auch cool aus. Schauen wir nochmal kurz hoch. Falls du soweit bist. Gleich. Gefahren. 1963. Von Gronkh. Geklaut. Live und aktuell von Paris. Ne, ich glaube, Valentin, Gras kann aktuell alleine wachsen. Warum? Schau jetzt mal hoch. Schau mal hoch. Hier hoch, zu mir. Ich stehe hier. Perfekt. Nimm mal eine Fackel in die Hand. Perfekt, das sieht man nicht, weil du leuchtest. Gut. Denn auf Norb, da gab es zwar Plugins, aber nicht so ein Plugin, dass das Gras wächst. Und zwar habe ich ja in meinem Haus Erde hingebaut mit keinem, also keinen Kontakt zu draußen, zum Gras. Und es ist Gras gewachsen. Ja, hast du noch ein bisschen Essen bei dir? Das könntest du mir bitte jetzt geben. Ja, ich habe Essen. Gib mir kurz mehr her. Danke. Georit. Und wie findest du den Wasserfall? Den finde ich eigentlich hübsch. Jetzt gibt es die Unterfallszene nicht mehr, richtig? Leider. Dass du stirbst. Ach, Papse. Ja. Der Zaun ist schön gut, aber wenn da eine Seite, die Monster immer noch runterfallen, die können. Das ist mir egal. Monster sind... Stimmt, Mist. Die können ja dann das Ding, also den Wildschirm-Matsch machen. Ah, Mann. Mal ehrlich, ich würde noch so, wenn der Wildschirm farmt, er würde das alles für sich selbst behalten. Du musst schon den Mechanismus haben, der das einfach das ganze Ding von ihm wegnimmt, weißt du? Aber wie behält er selber? Kann man den nicht aufmachen und dann. Nein. Skizzieren und dann das Zeug irgendwie? Du kannst eben nicht das Inventar nicht komplett leeren lassen. Ich weiß nicht, wie es dir geschafft, du musst auf jeden Fall schaffen, das Inventar des Villagers zu bekommen. Ich meine nicht, dass er alles farmt, sondern wenn man was abbaut, dass er es wieder ansät. Wenn er was abbaut, ist es mir vollkommen egal, weil er wieder automatisch anbaut. Es geht nur ums Anbauen, dass wir nicht anbauen müssen. Farm tut man natürlich selber. Was meine ich? Und muss sein Inventar voller Seeds hinbekommen und kein einziges Weizen, sodass er das Weizen abbaut, dass es rumliegt und dann einfach ein Hopper unter Hopperlore, die einfach mal jeden Block unterhalb der Farm abfährt und einen aufsammelt. Warum eigentlich so? Weil es die beste Möglichkeit ist. Es geht auch anders. Warum macht man nicht unter jedem Block einfach so einen Hopper und dann verbindet man alles zu... Nee, das wäre blöd. Der Grund wäre, die Hopperlore ist eisenspannender als ein normaler Hopper. Na gut. Also als eine Hopperlore ist eisenspannender als mehrere Hopper auf einmal. Mhm. Das Ding, okay. Vor allem, du musst nur die Schienen haben und so weiter, aber ich würde so gemixt, wie es so ist, kann hier ein Monster rauf? Kann hier einfach so ein Monster raufspringen? Probieren wir es mal. Ich höre ein Monster. Ich sehe aber keins. Vor allem das hier ist halt extrem blöd. Da kann das Monster-Ding einfach so rauf. Da müssen wir halt den Bergen ein bisschen abtragen. Ja, das schaffen wir auch nicht. Wie viele Minuten gerade? 34. Okay, da können wir aber beenden. Ja, beenden wir. Es regnet. Vor allem der Regen sieht auch schnett aus. Schnett. Vor allem, ich freue mich schon auf den Beton. Ja. So, aber dann auch ein paar designtechnische. Auf jeden Fall, da müssen wir auf jeden Fall wieder runter in die Höhle und Gravel, das gesamte Gravel, das wir gesehen haben, abtragen. Wie wäre es, wenn wir. Hier ein bisschen Beton reinbringen, vielleicht so einen Pfosten. Ist hier ein bisschen. Wie wär's, wenn wir einfach die ganzen Baumstämme durch Beton ersetzen? Dass es so schwere Drohnen tragen kann. Ist natürlich die Frage, ob es dann designtechnisch passt. Ja, das ist auch wiederum eine Frage. Vielleicht grau. Grauer Beton. Ach nein. Nee, so warmer. Beton können wir für andere, braun. Beton können wir für andere Dinge verwenden, und zwar zum Beispiel Untergrund. Für Kellerbau, für die Kellergeräte. Das sieht irgendwie.
Das sieht irgendwie interessant aus. Was interessant? Einmal, einerseits bist du unscharf, andererseits kann ich durch dich durchschauen. Ich glaube, das ist nämlich als Thumbnail. Das sieht voll gruselig aus. Ja, es sieht voll gruselig aus. Und komisch. Okay, dann wollen wir mal eine Verabschiedung machen, oder? Ja, machen wir die Verabschiedung. Höchstwahrscheinlich werden ja dann die nächsten Folgen Streams sein. Bei der Verabschiedung legen wir einfach immer die Rüstung ab, okay? Warum ist es hier neblig? War es nicht unbedingt nötig. Dann sieht es doch besser aus, oder? Hm. Warte. Ich muss kurz rausgehen. Nein. Was? Nein. Ja, aber die Tür ist da zu lang. Du zerstörst ein Glas und du bist vom Projekt gebannt. Dann geh ich halt da durch. Ist auch vom letzten Mal. Du hast das Ding also noch nicht kaputt. Ach, du hast die Dinger, warum nicht auf die andere Seite? Was passiert, wenn ich jetzt rein muss? Einfach eine Tür aufmachen, fertig. Klopf, klopf. Wenn ich zu lang klopfe, dann bricht sie. Ich habe gerade dich noch im Visier. Was? Okay, dann wird ein Knopf. Dann mache ich wohl einen Knopf für dich extra. Okay, dann mach einen Knopf für mich bitte. Aber es ist eigentlich genau gleich hoher. Wie bist du hergekommen? Also du bist über den Berg reingekommen. Aber es dauert genauso lange, wenn man jetzt den Knopf trifft, aber dann hier nicht trifft, reinzugehen, dann geht die Tür wieder zu. Ja, deshalb, hier geht's einfach. Aufmachen, rein und durchgehen. Fertig. Das Einzige, was bei der Tür ohne Druckplatte am Ende lang dauert, ist, dass das Ding so schnell zugeht, weißt du? Und was probierst du hier gerade aus? Da passt der Knopf. Hat aber keine. Nee. Mach mal den dahin, als Türklingel. Wir brauchen Notenblöcke. Dann gehen wir rüber, okay, und gehen in die Hütte zur Verabschiedung. Yep. Komm mit hin da. Wir müssen wirklich mal, okay. Er hat's nicht bemerkt, das ist irgendwie komisch. Okay. Folgen Sie mir. Verabschiedung. Weißt du, Popse? Ja! Und damit würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder bei Minecraft LP&T. Ja, bis dahin. Höchstwahrscheinlich ändert sich dann unten links die Versionsnummer von 1.11.2. Was stand bei dir gerade? Irgendwie bei der Nachricht? Wolltest du einfach nur rausgeschmissen oder was ist passiert? Oder stand da, wo es rausgeschmissen oder was steht da genau? Da stand, ich wurde gebannt. Ja, okay. Das ist toll. Aber ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss. Willst du auch tschüss sagen? Ciao. Oh.